Gerne am Apparat. Spreche ich mit dem Herbert Kahn? Ja, wer bist du? Hab's nicht verstanden. Ja, mein Name ist Ralf Barley. Ralf Barley von Fortec GmbH. Was war das? Ralf Barbie? Habe ich das richtig verstanden? Wie die Barbie-Puppe? Barley. Ah, Barley, der Dinosaurier, ha? Freut mich. Ja. Ja, aber wie ging denn das Lied? Wie bitte? Ich überlege gerade, das ist so lange her. Ich mag dich, du magst mich, sei ein guter Freund für mich. Irgendwie so ging das Lied doch, oder? Ja, ich habe das gehört, aber das war einige Jahre nach. Warte, ich google das jetzt. Was möchtest du denn, Barney? Ich sehe, dass Sie sich auf unserer Webseite registriert haben und Interesse am Finanzmarkt gezeigt haben und haben Ihre Kontakte hinterlassen. Ah, ich habe einen dicken Knödel in der Schüssel hinterlassen. Ja klar, komm zum Punkt. Ja, danke schon. Also wir möchten Ihr zusätzlicher strategischer Partner werden, aber nur wenn das für Sie wirklich Sinn macht. Strategische Partnerschaft? Ja, welche Ressourcen habt ihr denn zum Tauschen? Also wir haben hier Eisen, ja. Ziemlich viel, und könnten im Tausch Pferde und Phosphor brauchen für die Kavallerie. Habt ihr da was anzubieten? Also unsere Firma beschäftigt sich mit Kryptowährungen und Aktien. Ah, ein Handelsstadtstaat, okay. An diesem Bereich. Das wird wieder so ein Civ-6-Anruf. An diesem Bereich? Nö, überhaupt nicht. Das ist mein erstes Spiel. Ich bin ein Anfänger. Ja, das... Dann kann ich ganz kurz erklären. Weiß nicht, ob du das kannst, aber probier's mal. Oder bist du jetzt schon eingepennt? Hallo? Was ist los mit bitte, dir? Bitte warte, bitte bist, warte mal. Bist du ein bisschen langsam, oder was? Nein. Jetzt, bitte warte mal, jetzt gebe ich das Telefon zu meiner Kollegin. Sie erzählt das alles. Ach so, okay. Ja, du kriegst es nicht hin, ich merke das schon. Ja, gib mal die Frau. Ja, okay. Hallo, schönen guten Tag, Paul am Apparat. Hi. Bertmann, richtig? Richtig. Schönen guten Tag, Herr Bertmann, Emily mein Name. Paul, mein Nachname. Und zwar, ich habe es gesehen, Sie haben Interesse an unserer Firma gezeigt. In dem Sinne möchte ich wissen, was für Erfahrungen Sie bis jetzt gesammelt haben. Mit dem Mann gerade gar keine, weil der hat überhaupt nicht verstanden, was ich gesagt habe. Und ich habe auch gar nicht verstanden, was er von mir wollte. Um was geht's denn bei Ihnen? Okay. Nicht direkt bei mir, aber... Wie viel? Uns mit Kryptowährungen und Aktien. Aha. Und Sie haben sich auf unserer Seite registriert und Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Darum hat der gute junge Mann auch angerufen. Ja, aber der versteht ja kein Wort. Warum lasst ihr so jemanden telefonieren? Ja, ist doch wahr. Das ist ganz neu bei uns. Ja, das hat doch nichts mit neu zu tun. Der kann einfach nicht richtig sprechen. Der hört sich irgendwie so wie so ein Roboter mit AIDS schnupfen. Ach, es tut mir leid. Ja, ich wundere mich nicht. Ich habe erst gedacht, das ist so Radio, ruft mich an, will mich ärgern oder sowas. Ganz komisch. Oh, ist das lustig. Also, du bist nicht von Radio, oder? Verstehen Sie Spaß oder sowas? Ich verstehe schon. Oh, ja, und was... Ja, beruhig dich doch mal, verdammt. Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Nachher weinst du, das verspreche ich dir. Ja, ich kann auch vieles versprechen. Was denn? Kannst mir glauben. Was versprichst du mir denn, außer der großen Liebe? Außer der großen Liebe, das ist ja jetzt was bitter. Wie, die große Liebe ist was Bitteres? Was ist denn los bei dir? Ja, genau. Sind Sie überhaupt nüchtern? Was bin ich? Ob Sie nüchtern sind? Ich bin nicht schüchtern, wir können den ganzen Tag flirten. Nüchtern! Natürlich bin ich nüchtern. Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach gute Laune. Ich habe Wochenende jetzt. Okay, schön, dass Sie gute Laune haben. Hast du auch gute Laune? Das hört man doch, ist doch klasse. Das freut mich.
Ja, doch, sicher, sicher. Okay, dann kommen wir zum Punkt. Ja klar, gib mir deine Nummer, ich schreibe auf. Okay, ich schreibe dir auf. Was? Ha? Bei WhatsApp schreibe ich dir. Der WhatsApp benutze ich schon lange nicht mehr, musst du mir bei Telegram schreiben. Oha, okay, dann schreibe ich dir per Telegram, kein Ding. Das ist doch geil. Ja, ist geil. Ja, da kannst du mal reingucken in die Gruppe, das ist hier Altschauerberg Anzeiger und Schanzenwatch Broadcast heißen die Gruppen. Ja, du hast gesagt und ich hab direkt vergessen. Oh, was ist denn los mit dir? Hast du getrunken? Bist du nüchtern oder schüchtern? Ich hab's gekifft. Du hast gekifft? Was denn? Ja. Ja, also, was kifft man denn? Weiß nicht, Gras oder... Also mein Kumpel ist aus Indien, der bringt manchmal Ganja mit, wenn der aus Indien zurückkommt. Das kann man auch rauchen. Mhm. Okay. Hast du das schon mal probiert? Aber, langsam ist es nicht mehr witzig, weißt du? Warum ist das nicht witzig? Ja, also ich frage mal als letztes Mal, möchten Sie da irgendwelche Erfahrungen sammeln? Möchten Sie irgendwie investieren? Oh, okay, ich möchte. In einem ganz normalen Unternehmen. Ich möchte Kohle verdienen, das ist der Gedanke gewesen. Das sind wir auch dafür da. Gut. Da rufe ich auch ihn gerne an. Um mit denen irgendwie Geld zu machen. Boah, was ist denn drin bei euch so? Was soll denn drin sein? Naja, wie viel kann man verdienen? Je nachdem, wie viel sie bereit sind zu investieren. Kennen sie sich mit Aktien aus? Nee, überhaupt nicht. Gib mir doch einfach mal so ein Rechenbeispiel. Rechenbeispiel. Okay, Sie investieren 250 Euro bei irgendeiner Aktie, sage ich McDonald's. Aha. Und dann bekommen Sie Profite von dem. Ja, wie das funktioniert, das weiß ich so ungefähr. Aber was gibt's da so im Jahr? Also im Monat, sage ich mal, mit 200 Euro können Sie schon rechnen. Warte, wenn ich 250 nehme, kriege ich jeden Monat 200 zurück? Ja, wenn die Sache gut läuft. Ich hätte ja eher gedacht im Jahr, aber im Monat, das ist echt schon heftig. Ja, also Sie kaufen ja nicht direkt eine Aktie. Sie müssen halt für 250 Euro mehrere Aktien kaufen, sage ich mal. Aha. Direkt. Was kostet denn eine McDonald's-Aktie? Bitte? Was kostet denn eine McDonald's-Aktie? Eine direkte Aktie? Sie kaufen nicht doch eine direkte Aktie, Sie kaufen einen Anteil, prozentuell gerechnet. Ach so, also kostet die mehr als 250 Euro. 50 Euro die Aktie und Sie können doch nicht direkt eine komplette Aktie kaufen. Was weiß ich? Das kostet Tausende von Euros. Ja, ich habe keine Ahnung, du bist der Profi, darum frage ich ja. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich Profi bin. Ich kenne mich ja nur aus. Ach so, du bist kein Profi. Warum soll ich dann was bei dir kaufen? Hahaha. Ah, okay. Top's genommen. Das war jetzt schlecht gemacht. Ich bin der Profi. Das war jetzt nicht so klug zu sagen, ich bin doch gar kein Profi. Ja, bist du. Was für einen Job hast du denn? Was meinst du? Was für einen Beruf hast du? Was für einen Job machst du? Ich bin LKW-Fahrer. Ja, bist du ein Profi? Beim LKW-Fahren bin ich ein richtiger Profi. Ich kann mich in jede Lücke reinquetschen. Ja, das glaube ich dir nicht. Wie? Du kannst nicht deinen Job hundertprozentig machen. 100% ist nie, aber wir haben ja gesagt Profi und nicht 100%. Niemand ist 100%. Ja, ich rede auch von 100%. Ich sag nicht, dass ich meinen Job 100% kann, aber ich kann meinen Job gut machen. Siehst du, das ist doch schon wieder eine Aussage, die tröstet mich ein bisschen. Ja, siehst du? Finde ich klasse. Aussagen kann man trotzdem finden. Ja, eben. So ist das. Eben. Ja, dann erzähl doch mal. Ja, wie gesagt, du kaufst nicht direkt eine Aktie, weil das unmöglich ist, eine komplette Aktie von einer Firma zu kaufen. Du kaufst für zum Beispiel 50 Euro von einem Unternehmen die Aktie.
Und dann lässt du das entweder von künstlicher Intelligenz oder von sich selber traden. Hast du auch künstliche Intelligenz? Ich habe von Trading gehört. Weißt du, was künstliche Intelligenz ist? Ich habe gefragt, ob du das auch hast. Ich frag und ich habe ganz nett gefragt, ob du das weißt, was das ist. Ja, das ist hier, wenn ich bei Google jetzt eingebe, Meerschweinchenfutter und der schreibt dann Hamburg dahinter, weil der weiß, dass ich in Hamburg wohne. Genau. Das ist ein Rechner, das ist so programmiert. Ja, ja, so wie so ein Computer. Eben. Natürlich, dann habe ich ein direkt Reiter davon. Ich habe ein PC, ich habe ein Laptop, ich habe ein Tablet und ich habe noch ein Handy. So viele Sachen. Was? Auf einmal. Weißt du, weil du kennst dich ja gut aus mit so Sachen. Was bedeutet denn PC? Wofür ist das die Abkürzung? Vom PC? Ja, was bedeutet PC? Ist das Powerkabel oder? Nee, ich frag dich, weil ich es nicht weiß. Na, weiß ich auch nicht. Naja, ist ja auch egal. Und du hast vier künstliche Computer, ja? Also so Geräten. Ja. Das ist doch cool. Genau. Und was machen die jetzt? Ich habe Stereoanlage, ich hab Lavalampe, ich habe zu Hause Laptop und Handy. Aha. Handy. Und zwei Katzen. Wo kommst du her? Ah, Katzen. Magst du keine Katzen? Das klingt so herablassend. Nein, ich bin ein Hundertyp. Oh, das hast du aber keinen Pluspunkt bekommen. Ja, schade. Aber man kann nicht immer alles gewinnen, ne? Eben. Und zu deiner Frage, ich komme aus Griechenland. Okay. Und du? Soll ich auf deine Frage beantworten? Ja, klar. Sag ich mal. Musst du jetzt Rumänien. Was? Wo? Rumänien. Ich habe Indien verstanden. Rumänien ist schönes Land. Okay, seit wann bist du in Deutschland? Puh. Lass mich mal überlegen. 26 Jahre. Lass dich in Ruhe. 26 Jahre. Nee, du sollst mich nicht in Ruhe lassen. Das hat keiner gesagt. Ha? Nee, in Ruhe lassen, damit du in Ruhe überlegst. Ach so. Ach so. Ich bin 32 und du? 32? Ja. Okay, erst 27. Ach guck mal, das passt doch. Ja, wozu? Ne, eine Wellenlänge und so. Wir lachen zusammen, wir weinen zusammen. Das ist doch schön. Aha. Das ist schön. Wo bist du? Welche Stadt wohnt ihr mit der Firma? In Graz. Wo? In Graz. Wo ist das? In Österreich. Österreich? Das ist aber weit weg. Ja. Ich bin in Hamburg. Ja. Kennst du Hamburg? Natürlich kenne ich Hamburg. Ich war vor 2 Jahren da. Ja, Reeperbahn oder was? In Altstadt, weiß ich nicht wo genau. In der Altstadt? Ich bin in Starbucks kurz Kaffee trinken. So, und dann warst du nicht auf der Reeperbahn Party machen oder was? Nein. Warum nicht? Partytyp. Du bist kein Partytyp. Ich hätte jetzt gedacht, weil bei euch ist ja auch die ganze Zeit Disco-Musik da im Hintergrund, weil ihr voll die Raver seid irgendwie so. Ja, das soll doch nicht heißen, dass direkt ich ein Partytyp bin. Na, hätte ja sein können, wenn das die ganze Zeit bang, bang, bang im Hintergrund. Nicht unbedingt. So Borat-Style. Okay, bist du jetzt gerade daheim? Ja, klar, ich habe Wochenende. Im Auto. Wir sind immer ein Wochenende fahren, ein Wochenende frei. Das ist ganz gut, kann man immer schön planen und ich habe jetzt gerade Gulasch auf dem Herd stehen, nachher schön essen und dann ist Wochenende. Okay, ich bin Vegetarierin, von daher. Oh, cool. Wie lange bist du das schon? Seit 4, 5 Jahren, ja. Geil, und läuft gut?
Vielleicht nicht. Ja, es wäre ja auch doof, du hast dich ja selber dafür entschieden, ne? Eben, eben. Jeder hat eine freie Wahl. Richtig. Ja klar, definitiv. Ich finde das cool, wenn Leute das machen. Ich könnte das nicht. Da hätte ich nicht die mentale Stärke dazu. Ja, schau. Ich weiß, dass es besser ist, aber ich krieg's nicht hin. Du musst es nicht selber wissen. Keiner zwingt dich dazu, Vegetarier oder vegan zu lieben, aber du kannst für dich entscheiden. Wenn du Tiere lieb hast oder für die Umwelt. Gut. Bist du noch da? Die ganze Zeit da, ja. Ich habe nur gerade das Essen umgerührt. Ah, okay. Pass auf, dass es nicht anbrennt. Ja, darum bin ich gerade noch mal gucken, ne? Das muss ja, sonst schmeckt das ja hinterher nicht. Dann kriegst du halt was von meinen Bratkartoffeln. Genau. Geil, ich liebe es. Was war's das? Ich hab dich nicht verstanden. Ich liebe Kartoffeln. Na, guck mal, das passt doch. Dann kriegst du eine schöne, dicke Kartoffel. Ja, passt. Okay, passt. Oder halt klein geschnitten. Aber das geht ja mit den dicken Kartoffeln, kann man am besten... Egal, ich liebe Kartoffeln. Das ist gut, dann schmeiß ich die einfach hinter dir her. Hinter mir her? Ja, ich hab das verkniffene Lachen gehört. Das hört sich ein bisschen doof an. Hinter mir her schmeißen. Ja, du so ein bisschen dancen hier so. Komm, beweg dich, dabei! Und immer so schön Kartoffeln schmeißen. Ich stelle mir das lustig vor. Das können wir auch in der Altstadt schön machen. Da gucken die Leute alle. Muss ja auch ein bisschen Spaß machen, wenn man sich trifft, oder? Wohnst du alleine? Nee, ich habe zwei Katzen. Und mein Mitbewohner ist auch noch da. Okay. Ist der ein Mann oder eine Frau? Das ist mein Kumpel aus Indien. Ah, der mit Ganja. Der mit dem Ganja, genau. Weißt du, ich wohne in Hamburg und dann haben wir hier, wir sind jetzt in Berlin und wir haben hier so kleine, wie sagt man das, Arbeiterzimmer. Darf ich das bei Polizei melden? Nö, dann kriegst du nichts ab. Oder war das eine vertrauliche Information? Das war total vertraulich, so vertraulich wie deine Trading-Tipps, ne? Jaha. Okay. Wir haben hier richtig schönes Kraut, also wenn du Bock hast, komm vorbei. So einen Umweg mache ich ja nicht. Das ist doch kein Umweg. Der Weg ist das Ziel. Aha. Kann man ja schön verbinden, man muss ja nicht Party machen, weißt du, wir haben einen schönen Stadtpark und Scientology und ganz viele andere Sachen. Ah, dir fehlen schon wieder die Worte, entweder mache ich es golden richtig oder komplett falsch. Ich denke komplett falsch. Ja, verdammt. Ich habe einfach kein Glück. Verdammt. Ja, bei Frauen? Es scheint so. Irgendwas mache ich falsch. Hast du jemanden? Nee. Warum? Ja, wenn ich das wüsste, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich zu anspruchsvoll, ich weiß es nicht. Oder viel zu skeptisch? Ob was? Oder viel zu... Ja, skeptisch bin ich. Das anspruchsvoll? Ist wahrscheinlich auch. Ich bin zu anspruchsvoll. Ja. Du bist zu anspruchsvoll? Nee, du. Ach so. Ja, ein bisschen bin ich das. Ich habe halt so verrückte Ideen, weißt du? Okay. Da ist das nicht immer einfach. Ironisch, denke ich mal auch. Bin zu ironisch. Du weißt doch gar nicht, ob ich erotisch bin. Wir kennen uns doch gar nicht. Ironisch, nicht erotisch. Mein Gott, Alter. Alter, die Leitung bei euch in Österreich sind so schlecht. Ich verstehe immer falsche Sachen bei dir. Aha. Du bist mir ja ein. Ich verstehe, was man verstehen will. Ja, ist so. Machst du doch auch nicht anders, oder? Sag ich doch auch immer.
Mein Kumpel sagt immer, das ist einfach so. Ist so, ja. Wo ist jetzt eigentlich der Typ hin, mit dem ich vorhin gesprochen habe? Redet der jetzt mit anderen Leuten? Nee, er hört zu. Ah, Sprachkurs. Ja, guck mal, da kann er noch ein bisschen Empathie lernen, ne, Kollege? Der Barney heißt der, ne? Das habe ich ja mal gehört, was das sein sollte. Ach, hast du schon mal so in der Theorie von gehört, ne? Ja, genau. Also, aber in Praxis benutze ich das leider nicht. Ja, ist auch schwierig, ne? Passt nicht so zum Beruf. Genau. Naja, was weißt du, was ich beruflich so mache? Naja, was ich fertig gelernt habe. Oh, du wirst es mir sicher noch erzählen. Werde ich. Vielleicht eines Tages, warum nicht? Oh ne, jetzt hast du mich. Beruflich? Meine Familie in Griechenland, die haben einen Schweinefarm. Das wirst du jetzt nicht mögen, aber eigentlich bin ich Schweinebauer. Hätte ich gedacht, Giros Restaurant. Oh, immer diese rassistischen Klischees, das ist doch nicht schön. Oh, ich mag dein Lachen, verdammt. Wenn ich jemals ein PC-Spiel entwickeln sollte, dann nehme ich dein Lachen für den Endgegner. Mach mal so. Geil, danke. Danke. Ich nehme mal ein paar. Okay. Mach mal dein schlimmstes Lachen, dass ich schon mal so ein Soundsample fürs Soundboard dann habe. Teufelslachen. Ja, mach mal. Lachen. Mach mal den Teufel, dann spreche ich wie ein Dämon. Nein, mach ich nicht. Du wirst im Wenn du ein Konto bei uns erhältst, dann mache ich das für dich extra. Du brennst im Höllenfeuer. Ich lach mich kaputt gerade, weißt du? Ah, da habe ich das Süddeutsche gerade rausgehört. Was? Das weiß, was du gesagt hast. Das ist Süddeutsch, so Schwaben-Baden, so die Ecke. Redet man in Österreich auch so? Ja. Nein. Hast du doch gerade. In Deutschland meine Ausbildung fertig, absolviert. Absolviert, ja. Pflichtanteil ja, erledigen. Also schöne Wörter kann ich auch. Ja, das ist doch klasse, Mensch. Siebte Klasse, kein Problem. Das schaffst du. Siebte Klasse. Ja, was hast du denn gelernt für eine Ausbildung? Lernst mal absolvieren in der siebten Klasse. Nee, generell siebte Klasse abgehen, das meine ich. Dafür reicht's. Aha, okay. Welchen Beruf hast du gelernt? Reicht, okay. Medizinische Fachangestellte. Ja, und jetzt hockst du am Telefon und machst sowas? Ja, bei der Arzt habe ich ja auch telefoniert, den ganzen Tag lang. Ja, aber beim Arzt hast du Leuten geholfen, dass die einen Termin kriegen, damit denen geholfen wird. Und jetzt hockst du am Telefon und zockst die Leute ab. Das passt doch nicht zusammen. Hier helfe ich Menschen, Geld zu verdienen. Werden wir noch lange schweigen? Du willst schweigen? Ich frage, ob wir noch lange schweigen werden. Oh, also ich krieg kein Schweigegeld. Und du? Ich bekomme mein Geld, wenn ich telefoniere. Nee, du bekommst dein Geld für die Abschlüsse, oder? Wenn du was verkaufst, kriegst du Provision, gut. Ja. Ja. Stimmt. Da hast du recht. Ist natürlich auch ein Ansporn, die Leute abzuziehen, ne? Wenn man selber auch was davon kriegt. Natürlich. Wie viel? Bei ich die im Leben angerufen. Ja, siehst du. Mit wie vielen Leuten schaffst du das am Tag, dass die kaufen? Mit wie viel telefoniere ich oder mit wie viel arbeite ich? Mit wie viele kaufen oder zahlen ein am Tag bei dir? Ja, viele, weiß ich nicht. Sind die Leute wirklich so dumm alle? Wegen was? Naja, dass sie sich reinlegen lassen von euch. Das weiß ich nicht. Du musst ja wissen. Nee, du sitzt da ja. Du wirst ja wissen, wie viele Leute auf deine Masche reinfallen. Das kann ich ja nicht wissen. Ich hoffe nicht allzu viele, wenn da so Typen wie der andere ans Telefon gehen. Wo habt ihr den eigentlich her? Habt ihr den in irgendeiner Bar abends abgefüllt und mit ins Callcenter genommen? Oder wie macht ihr das? Erzähl mal, wo habt ihr die Figuren her? Kann der alleine atmen oder ist da irgendwo so ein Rädchen, das du immer drehen musst? Was denn?
los mit dir? Sprich mit mir. Oh, ich hab keine Lust. Du hast mein ganzes Energie geklaut. Hallo. Hoffentlich nimmst du dann heute keinen Leute mehr das Geld weg, wenn deine Energie jetzt verbraucht ist. Ja, du hast das Ganze geklaut, Mann. Ja, du klaust den Leuten das Geld und ich klau dir die Zeit. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz legitimer Ausgleich, oder? Oh, weißt du, ich hätte schon längst aufgehört, mit dir zu telefonieren. Aber. Ich kenne da so einen Zauberspruch, wo die... Langeweile. Ach so, dann interessiert dich bestimmt... Du bist gerade... Langeweile. Ja, ich habe auch... na gut, ich habe keine Langeweile, weil ich bin ja gerade live auf YouTube und die ganzen Leute, die lachen dich alle aus. Weil du so einen traurigen Job machst. Möchtest du jemanden grüßen? Vielleicht deine Eltern, sind die stolz darauf, dass du anderen Menschen das Geld wegnimmst? Ich grüße noch alle aus Frankfurt, ich grüße noch alle aus Berlin und alle, die halt mit zugehört haben. Mensch, das ist doch super lieb. Sind deine Eltern stolz auf dich, dass du alten Leuten das Geld wegnimmst? Oder finden die das scheiße? Oder wissen die das gar nicht? Oh, nö. Oder nö. Bitte deinen Kanal mir sagen, dann werde ich dich einmal abonnieren, auf jeden Fall. Das mache ich. Diesen Gefallen werde ich dir tun. Oh, du. Ich öffne mal YouTube. Ja, hörst du mich nicht? Doch, sag wie du auf YouTube heißt. Hab ich doch gerade schon. Telefonziege. Oh. Telefonziege? Ja. Telefonziege. Oh, warte. Was singst du da für ein Lied? Hallo? Wie lange brauchst du zum Tippen von 10 Zeichen? Machst du das mit einer Hand oder was? Oder ist der komische Typ da, probiert, der kann ja genauso schlecht tippen, wie er spricht. Dann kann das nicht klappen. Oh, leck mich am Arsch, Mann. Ja, Hose runter, dabei. Ja, oh, jawohl. Geil. Super, der Dimitri, mit dem du gerade sprichst, ist oben im Banner, der Typ mit der blauen Jeansjacke und dem roten Telefon. Das bin ich, wenn du gucken möchtest. Und der Typ daneben ist der Inder. Willst du mit dem auch mal reden? Nee, ich hasse ihn da. Hallo, du kannst nicht so über mein Land reden. Das kann ich nicht machen. Hallo, warum du meine Landbeleidigung machen? Du mir gelachen? Bandschutt. Ich hab dich aber nicht. Ja, also wenn du nicht mal die Wörter Telefon und Ziege schreiben kannst, dann hast du echt ein Problem. Aber in dem Job landen sowieso nur Leute, die anderswo nichts hinkriegen. Ich lebe Leute, Telefon. Oh, es war Synchro mit drin. Hä? Erzähl mal, wie lange machst du das schon? Aber dein Kanal ist doch so blau und eine Ziege, oder? Ja klar, darum heißt... Sonst wird das Telefon Topflappen heißen. Sehen, ich habe keine Webcam an und ich kann dich auch nicht hören, ich habe Kopfhörer auf. Ah, okay, verstehe. Ist schwierig, verstehst du das? Nun mach mal was Lustiges. Was? Mach mal was Lustiges, gib mir irgendwelche komischen Geräusche von dir. Oh, und jetzt bist du schon wieder mit der Nase gegen das Telefon gestoßen. Geh doch mal wieder richtige Arbeit machen, verdammt. Du bist wie Rainer Winkler, da sitzt da rum und wartest drauf, dass Leute dir Geld geben. Ja, natürlich. Das ist doch voll scheiße, das ist schweinekriminell, was du da machst. Ist doch egal. Ist egal. Wie lange machst du das schon?
Wer du bist, soll leiden, ja, dann kommt der Höllenfürst dich am Tag deines Todes persönlich abholen und foltert dich bis in alle Ewigkeit. Okay. Ist so. Ist so. Mann, schäm dich, schäm dich, schäm dich. Hast du Anydesk? Ich schäm mich. Ja, natürlich habe ich das. Ja, war doch klar. Gib mir mal deine Adresse. Ich will mal auf deinen Computer gucken. Ein bisschen technischer Support machen. Okay, ich sag's dir. Ja, warte, ich muss erst aufmachen. 206? Ich habe gerade gesagt, ich muss erst aufmachen. Oh, so langsam bist du, Mann? Nee, der... Thank you.